Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Einbrecher Simulator. Wir schauen mal direkt auf Black Bay, was heute so ansteht. Neue Woche, neues Glück. Kannst du am zweiten Stock einschlagen? Das ist ja komplett easy money. Ich schmeiß einfach einen Stein. Und dann noch die Weingläser kaputt machen. Toilette auch? Wir sollen einfach das ganze Haus zerstören. Ja, dann fahren wir erstmal zu 107 und machen alles kaputt. So. 107. Zebrastreifen. Du bist also die 107. Da waren wir doch... Ne, 106. Was waren jetzt 107? 4, 5, 6. In die Richtung. Oh, der Allergie, du. Oh, der drückt wieder richtig rein, hör mal. 108? Der hat einen Rasen. Woo! Boah, heute ist aber... Ja! Das ist die 107. Toilette kaputt machen. So, Profi inzwischen. Fenster im zweiten Stock einschlagen. Werfen wir einen Stein. Weingläser kaputt machen. So, jetzt nehmen wir einen Stein. Check to clear, affirmative. Roger, set. Baum, Hellspring, nee, noch nicht. So. Zweiter Stock. Aufgabe erledigt. Ich wurde vom Mieter gehört. Aber die Bullen kommen nicht. Das lief einwandfrei. Das war auch genau in der First Try. Oh, da kommt er. Ha, markiert. Was ist das denn? Nicht zu Hause. Genial, dann gehen wir jetzt rein. Oh, guck mal. Guck mal hier. Ja, da ohne die Ranken könnte ich da nicht rüberklettern. Und so schnell geht die Verwandlung. Da! Alter, hat der hier eine Anlage. Kaputt, die Scheiße. Warte, und hier nehmen wir mal mit, weil wir es können. Hier die Weinflasche. Inventar voll. Warte, dann rennen wir kurz zum Auto und lagern alles ein. Und rein damit. Grüne Vase, dreifacher Kerzenständer, Pfanne, Metallvase, Toaster, Radio. Geh doch rüber, geht nicht. Und rein. Wir steigen hier hinten schön ein. Oh, scheiße, Schlösser knacken. 3? Hier? Auch 3? Ja, dann muss ich jetzt Fenster einschlagen. Geht nicht anders. Und weg. Leute, der hat keine Alarmanlage, weil der dumm ist. Wie gut. Irgendwas Wertvolles? So eine Kaffeemaschine. Mikrowelle. Belohnend. So, was soll ich kaputt machen? Toilette. Alter, lässt sich hier einfach so das Geld rumliegen. 150, 50, 50. Hier. Die wurden von einem Mieter gehört? Versteck. Was? 102? Warum sind alle meine Dings kaputt? Was ist los hier? Alter, wer ist er? Polizei! Leck mich am Arsch! Der ist richtig sauer. Der ist Single. Und er hat geklappt mein Geld auf. Ich muss nicht beten. Hurensohn. Woher sind du, du kleine Wichser? Du Fickschnitzel. Woher sind du? Scheiße, hier ist richtig Einsatz. Sind halt so dumm, ne? Ja, das war's. Jetzt bin ich im Haus und er auch. Das ist schwierig. So, jetzt hauen wir einfach rein. Guck mal hier, ein Handy. Oh, und wir nehmen ihm das Internet. Wir nehmen ihm safe das Internet. Das ist Ehre genommen, Alter. Na gut, dann nehmen wir noch den... Oh, shit. Aber egal, ist nicht schlimm. Wir nehmen noch den Fernseher mit. Das ist mein Alter. Oh, der macht gar nichts. Was? Junge! Das ist mein Fernseher! Gib das zurück! Das sind okay, meine! Polizei! Polizei! Nein! Nein! Dieser Wichser hat mein Dings geklaut! Ja, renn du Wichser! Renn du Hurensohn! Ich komme für dich! Du willst sterben! Macht der da Gartenarbeit, ne? Vollidiot! Jetzt liegt da halt der Fernseher im Vorgarten. Ich würde den noch mitnehmen, glaube ich. Ein Mehrteil kommt wieder. Ich hab meine Dings im Haus, alles safe. Ein Teil kommt mehr zu mir. Alles klar. Oh,
Alles klar. Am Männerkoi, Junge! Du hast meine Raute geklaut auch! Ach, verpiss dich! Wenn die jetzt gerade da oben sind, dann nehme ich mir einfach den Fernseher. Oh, shit. Ist nicht schlimm. Nur gehört. Oh, fuck. Okay. Paket ist, Dings. So. Oh, dieses Angebot von Saturn. Da habe ich doch direkt zugeschlagen. Ja, den bringe ich. Jetzt bringe ich meinen Fernseher in mein Auto. Ich kann auch werfen. Oh. Wird sich Uli freuen, ne? Uli ist mein Mitbewohner. So, jetzt aber los. Zur Seite. C? Ich bin fast Level 9. Mit Level 9 kann ich Schlösser knacken Stufe 4 lernen. Drei habe ich noch gar nicht. Ohoho. Automatischer Diesel. 1200? Ausverkauft. Jo. So, dann fahren wir zu Uli erstmal. Uli, hattest du letztens schon einen, hä? Oh, Scheiße. Immer der falsche Knopf. Welcome Hallo. Back. Oh, das war mit Schmackes. Kleiner Fernseher, 120. Radio. Und nochmal No. Kaufen, verkaufen. Widerliches Gesöffel. 106, Nachbar von David. Traue ich mich da nochmal hin? Spüle kaputt mal und Teller kaputt mal. Ist eigentlich easy. Ist ein Eimer hin, alles drin. Campen die wieder? Nee, alles gut. Alles gut. Diesmal lassen wir uns hier nicht überfallen. Jetzt verpiss dich mal, David. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Gaming-Influencer im ganzen deutschen Land? Hallo David, du kleiner Uso. Ich trinke Uso, was machst du so? Ja, aber jetzt mal ernst, mein Junge. Es ist 12 mittags. Was störst du denn hier? Henno Blatt ist der geilste im Land, das wissen wir ja. Dieser dünne Lauch, der ist doch nur am Rumbrüllen. Das willst du mir doch jetzt nicht wirklich verkaufen. Und dann hier Pay to Win, diese FIFA spielen. Ja, über andere Spiele sich aufregen, aber da kauft er sich die ganze Scheiße. Und ansonsten nur am Blocken. Kritik verträgt auch nicht. Und der soll hübscher sein als ich. Ich glaub's doch nicht. Ich geh jetzt einfach mal. So, hier ist Fenster offen. Ja, machen wir mal so, ne? Okay. Das sind die Teller. Wo ist die Spüle? Ach, hier ist direkt. Und nochmal belohnt. Ja, YOLO, ne? Hau ruck! Geil, die sind nicht da. Wir hauen rein. Vom Mieter gehört? Ich kann hier nicht rüber. Jetzt. Und laufen. Easy. Komplett easy. So, ab nach Hause. B? Level up. Schlösser knacken 4. Dann können wir Glasschneider einsetzen. Safe-Knacker-Werkzeug? Was? Also Glasschneider nehmen wir mit. Okay, dann fahren wir jetzt noch zu Uli. Oh. Unbekannte Nummer. Ja, hallo, Knaber. Guten Tag, Thomas Geke, mein Name vom Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin. Ich spreche mit Maximilian Knabe, ist das richtig? Oh, ja, ist richtig. Und der 1. August 1992 ist auch Ihr Geburtstag. Ja. Nach einer Außenprüfung haben wir den Verdacht, dass Sie eine nicht angemeldete Selbstständigkeit ausüben. Und das wäre ein Fall von illegaler Steuerhinterziehung. Ja, also ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Okay. Denn sie müssen sich verwählt haben. Mhm. Denn nicht Knabe, sondern Knape. Ja? Okay, und Kaiserdamm 43 ist auch nicht Ihre Adresse. Nee, nee. Ich wohne Auerracher Straße 2. Das ist in Berlin? In Gütersloh? Okay, ja.
Ja gut, das müsste ich nochmal überprüfen. Vielleicht handelt es sich da um einen Irrtum. Ja, machen Sie mal. Wir überprüfen das nochmal und melden uns dann schriftlich bei Ihnen. Schreiben, ja. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, schönen Tag noch, Alla. Jo. Puh, da müssen wir aber demnächst mal aufpassen. Welcome back. Moin, Uli. Die Kaffeemaschine gibt 350 Tacken? Die nehmen wir sofort immer mit. Ja, super ergiebige Folge. Nächste Folge probieren wir Glasschneider aus, schneidet schleißfrei und den automatischen Dietrich. Vor uns ist kein Schloss mehr sicher, Alla. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.